Hallo zusammen. Im heutigen Video bauen wir ein QAV Schizo Dark Matter Quadcopter. Ich verwende zusätzlich diese Lumineer FPV Cam. Diese 4 Lumineer RX 220512 2400 kW Motoren. Ein FRSky XSR. Ein Team Blacksheet Unify Pro Videosender. Ein 4-in-1 Lumineer BL Heli S 30 Ampere mit Current Sensor ESC. Die kleine Triumph Antenne. Einen F3 Omnibus Adapter mit integriertem OSD. Kleine Buzzer. Eine Menge 3D gedruckter Teile. Ein Cam Mount für die Session, Antennen Mount für den Unify, den Mount für den XSR und Buzzer und noch ein paar Schutzhüllen für die Arme. Zusätzlich brauche ich natürlich ein paar Kabelbinder und verschiedene Schrumpfschläuche. Als letztes brauche ich noch ein paar HQ Props. Die 3D gedruckten Teile sind, wie das so ist beim 3D Design, diverseste Iterationen durchlaufen. Das alles sind fehlgeschlagene Prototypen und Versuche, die irgendwie nicht gut waren. Damit ihr dieses Prozedere nicht durchmachen müsst, könnt ihr hier oben einfach meine Designs runterladen. All die Files gibt es gratis zum Download. Viel Spaß damit. Anfangen werde ich mit dem Bau des Frames. Dafür brauche ich erst einmal die 4 Motoren und das Frame. In diesem Paket sind enthalten natürlich die 4 Arme. Ein bisschen Mounting-Material für Kameras und ähnliches. Die Bottomplate und die Topplate. Zusätzlich sind hier Sticker drin, mit denen man den spacigen Quad spaciger machen kann. Super. Die werde ich aber nicht anbringen. Zusätzlich sind hier drin ein guter Battery Strap, ein XT60 Adapter, ein paar 3mm Mounting Dinge, die Schrauben und alles, die für das Frame selbst gebraucht werden, Anti-Rutsch Gummiteile für den Battery Strap, sehr gut, zusätzlich noch mehr. Ein paar Kabelbinder, kann man auch immer brauchen. Und ein kleines PDB. Bei diesem hat es kein Back drauf. Man könnte aber ein Polulu Stepdown ganz einfach rauflöten. Werde ich aber nicht brauchen, das übernimmt bei mir glücklicherweise das der 4-in-1 ESC. Was mir an diesem Frame besonders gefällt, ist erst einmal die Dicke des Carbons. Da passiert gar nichts, wenn man irgendwo reinfliegt. Mit 4 mm ist das doch ziemlich stabil. Dann sind die Kanten alle schon schön abgeschrägt. Ich hoffe, man sieht das. Und zusätzlich ist alles mit einem Klarlack überzogen, so dass sich die Schichten wenig schnell teilen bei einem Impact. Zusätzlich wurde darauf geguckt, dass das Carbon möglichst gut gebaut ist. In dem Sinne, dass die Maserung, wenn ich dem so sagen kann, hier in die Richtung des Armes ist. Wenn man so
abfällt auf den Arm, dass da möglichst viel Stärke vorhanden ist. Und auch wenn das jetzt nicht vielleicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, aber hier ist das auch geguckt, aber in die Richtung, so dass wenn der Quad so angebracht ist und man crasht, dass es in alle möglichen Richtungen die möglichst beste Stärke hat. Zusätzlich mag ich es sehr, dass man einzelne Arme kaufen kann. Die sieht dann so aus, ein einzelner Arm, ein einzelner Motor. Und im Falle eines Crashes kann man mit 2 Schrauben und 3 Lötstellen ganz schnell den Arm ersetzen. Wie immer, wenn Metall in Metall geschraubt wird, solltet ihr unbedingt Loctite verwenden. So, damit sich die Schrauben nicht so schnell lösen können. Loctite ist kein Leim, es ist mehr ein Siegel. Eine Art Siegellack, könnte man schon fast sagen. Und das verhindert einfach, dass die Schrauben nicht mehr gelöst werden durch Vibration. Es gibt, das ist Loctite Blue, es gibt Loctite Red, dann löst ihr die Schraube nicht mehr. Schaut ja darauf, dass ihr nicht das Falsche kauft, sonst nehmt ihr das Teil nicht mehr auseinander. Bei den Motoren waren zwar Schrauben dabei, die sind aber viel zu kurz. Die sind so kurz, dass die gar nicht wirklich durch den Arm hindurch reichen. Glücklicherweise ist aber hier beim Frame sind genug lange Schrauben dabei. Somit ist das kein Problem. Außerdem solltet ihr darauf schauen, dass ihr die Schrauben zuerst reindreht, aber noch nicht anzieht. Das ist grundsätzlich so, egal was ihr montiert, wenn ihr mehrere Schrauben habt, um etwas festzuschrauben, zuerst leicht reindrehen, noch nicht anziehen, damit sich alles schön setzen kann und flach ist und es nicht irgendwie verkantet. Und dann könnt ihr am Schluss die Schrauben definitiv anziehen und dies am besten jeweils übers Kreuz. Dann ist es ganz perfekt. Beim Frame ist es so, dies ist die Bottom Plate, das ist die Top Plate. Ihr könnt das daran erkennen, dass dieser Ausschnitt hier, der ist für die FPV-Kamera gemacht. Zusätzlich hat es hier dieselben Schlitze drin wie dieses Plate hier, falls ihr die FPV-Kamera so montieren möchtet. Das werde ich aber nicht benutzen. Der erste Fuß ist der schwierigste, die anderen gehen dann viel einfacher, weil die 2 Plates schon verbaut sind. So. Die müssen so montiert werden. Dies sind dann automatisch die Stands für die nächste Ebene. In meinem Falle hier den 4-in-1 ESC. Der wird dann schön darauf geschraubt. So wie ich das hier geplant habe, montiere ich den 4-in-1 ESC so, dass der Stromanschluss nach hinten rausgeht. Dann kann ich hier dieses dafür vorgesehene Loch brauchen, um das Powercord direkt nach unten zur Batterie zu schlaufen. So. Die 4-in-1 ESC sind aber nicht für das ausgelegt. Wenn man guckt, sind die Motoren schon angeschrieben. Also wir haben hier Motor 1, Motor 3, Motor 2, Motor 4. Die sind also klar dafür ausgelegt, dass das Motor 1, also so 1, 2, 3, 4 ist. Sprich, dass der Strom Connector eigentlich so hinkommt. Ich möchte dies aber nicht, und wenn ich den nun so montiere,
muss ich dann gucken, dass wenn ich diesen Anschluss hier brauche, den, diesen Connector, all die, die Motoren hochgegeben werden, muss ich selbst gucken und denken, damit die dann nicht verkehrt angesteuert werden. Zusätzlich ist es enorm knapp. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist vielleicht hier nicht so ideal. Aber hier dieses Kühlelement, das auf dem ESC ist, das ist eine Aluplatte zum Kühlen. Und da hat es einen Schrumpfschlauch drum, damit der auch schön bleibt, wo er ist. Und das stellt da ganz knapp an. Es hat einen minimalen Spalt. Und ich bin jetzt versucht, den gut runterzuschrauben, anstatt den Schrumpfschlauch wegzunehmen. Denn so wie ich gesehen habe, ist dieses Kühlelement nicht sonst befestigt. Und wenn ich den Schrumpfschlauch wegnehme, dann fällt das ab. Und dann muss ich das irgendwie sonst ankleben, damit das nicht runterfällt. Deswegen lasse ich den und schraube es halt so runter. Zusätzlich zum XT60 verlöte ich diesen Stromadapter hier. Und zwar ist das so, dass, weil ich ja kein 5 Volt Back per se habe, muss natürlich der Unify HV-Empfänger mit Strom von der Batterie versorgt werden. Dies mache ich, indem ich den hier unten anlöte. Mir ist klar, dass dieser dann nicht durch den Current Amp Sensor nicht abgerechnet wird und dass das theoretisch ein bisschen falsches Bild gibt. Aber der Videosender und dann die daran hängende Kamera brauchen so viel weniger Strom als die Motoren, wenn die laufen, dass das von mir aus gesehen nicht wirklich ins Gewicht fällt. Wie immer, wenn ihr lötet, solltet ihr zuerst die Anschlüsse und alles, was ihr löten wollt, aufzinnen. Auch wenn es schon aufgezinnt kommt, noch ein bisschen richtigen, aktuellen, neuen Zinn ranmachen. So, dass es eigentlich keine kalten Lötstellen geben sollte. So, die sollte nun okay sein. Ich habe das jetzt einmal so verlötet. Es ist nicht ganz die perfekte Situation. Aber die Pads sind auch nicht so groß. Wichtig ist einfach grundsätzlich zum Löten, es muss glänzen. Es klingt doof, ist aber so. Wenn alles schön glänzt und ihr schaut, dass das schön fließt. Das Lot wird ja richtig flüssig und muss fließen zwischen den Stellen, die ihr anlöten wollt, dann habt ihr eine gute Lötstelle. Wenn es matt wird oder wenn ihr eigentlich nur wie anklebt, beide Seiten ein bisschen warm macht und das dann nur drauf drückt, ohne wart, dass es fließt zwischendurch, habt ihr schlechte Lötstellen. Jetzt kann ich den ESC hier erstmal montieren. Und dann als nächstes bereite ich die Arme vor und klebe die Kabel runter und löte die Motoren an den ESC. Dabei möchte ich erwähnen, dass da ich ja die sowieso hier in einer zufälligen Reihenfolge, also nicht wie vorgesehen, anlöte, werde ich auch die Kabel einfach hier schön. Das erste Kabel kommt auf das erste Pad, das zweite auf das zweite Pad und so weiter. Und die Motorenrichtung drehen, das mache ich dann im ESC mit BL Heli, mit der BL Heli Suite. Denn wenn ich jetzt den Arm durch diesen Reservearm ersetzen muss,
auf dem Feld irgendwo, weil ich ganz böse irgendwie es geschafft habe, die 4 mm kaputt zu machen, dann möchte ich ja nicht noch die Kabel drehen müssen, sondern ich möchte einfach wissen, erster, zweiter, dritter und der Rest ist okay. Somit mache ich das im BL Heli. Auch beim Anziehen dieser Schrauben mache ich das wieder übers Kreuz. Und nicht zu übertreiben, denn das ist nur Nylon. Da lassen die Gewinde sehr schnell nach. Damit die Kabel nicht in den Propeller gelangen können, klebe ich die Kabel jeweils hier mit etwas Klebeband runter. Auch hier werden die Lötpads erst wieder aufgezinnt, damit nachher eine möglichst perfekte Lötstelle entstehen kann. Beim Abschneiden dieser Kabel schaue ich darauf, also beim Kürzen besser gesagt, schaue ich darauf, dass es ein bisschen Kabel übrig hat, also hier eine Kurve. Nicht so, dass es ganz straff ist, denn wenn es zu straff ist, könnte es durch Bewegung grobe könnte es zu Problemen führen, dass es irgendwo am Kabel zieht, und das wollen wir nicht. Wir wollen zwar möglichst wenig Gewicht und ideale Kabellänge, aber wir wollen ja nicht, dass es da dann irgendwo ausreißt. Nächster Schritt, bereiten wir den Freikontroller vor. An den Freikontroller werden folgende Dinge angeschlossen. Zum einen Video in und Video out, das kommt dann von der Kamera. Über dieses Kabel geht rein, geht raus auf dieses Kabel und dann zum Videosender. Gleichzeitig versorgt der Videosender die Kamera mit Strom. Die Kamera könnte direkt an den Akku angehängt werden. Die verträgt so viel Strom. Aber wenn die vom Videosender mit Strom versorgt wird, ist da auch direkt noch ein Filter drin. Und somit sollte es ein Minimum an Störungen geben. Zusätzlich werden hier angehängt Smart Audio Out zur Fernsteuerung des Videokanals. Dies wird mit der nächsten FRSky OpenTakes Version 2.2 standardmäßig drin sein. Wenn man Nightly Builds installiert, geht das jetzt schon. Dann wird man ganz einfach über die Fernbedienung den Videokanal einstellen können, ohne zu diesem Knopf und die Morsezeichen drücken.
zusätzlich Telemetrieausgang für den Empfänger, damit man auf der Fernbedienung Volt und so weiter sehen kann. Natürlich die vier Steuerungen für die Motoren, Strom-Current-Sensor, Volt-Sensor und Ground von hier. Zuerst löte ich die Dinge an, die ich bauen kann, solange der Flight Controller noch nicht auf dem Kopter ist. Und ein wichtiger Punkt: der USB-Anschluss ist nicht sonderlich stark bei diesem Flight Controller anscheinend. Kann auch bei allen ein Problem sein. Deswegen sollte man hier mit Hot Glue den runterkleben. Lernt aus meiner Erfahrung, steckt ein USB-Kabel ein, lötet ihn dann an, sonst läuft durch diese kleinen Löcher und mögliche weitere Löcher der Hot Glue in den Anschluss und dann müsst ihr den da rauspulen. Äußerst unangenehm. Dies sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe die englischen Bezeichnungen der Fahrten genommen, weil man sonst gelb und grün, beides ist mit G angeschrieben. Also haben wir Blue, Blau, Red, Rot, W für White, B für Black, Yellow ist ein Y und so weiter. Dies sieht nun so aus. So ist der Flight Controller. Hier Telemetrie, Smart Audio, dann Current Sensor, Volt Sensor mit Ground, Buzzer mit Ground, dann LED, dazu sage ich gleich noch etwas, dann da drüben der Empfänger, die vier Motoren und dann für das OSD Video In und Video Out. Zu den LED ist folgendes: die meisten Flight Controller haben ja einen Ausgang, wo man RGB-LEDs anhängen kann. Und obwohl das nur zusätzlich Gewicht macht und nicht jeder unbedingt will und auch nicht immer will, habe ich mir überlegt, dass ich dies als Option einbaue. Und dies mache ich, indem ich diesen Stecker, den ich sowieso nicht verwende, einfach hier hinlöte. Das ist kaum Gewicht, nur so ganz wenig. Und dann habe ich einen kleinen Stecker, der dann so hinten beim Quad sein wird. Und dann kann ich, wenn ich will, LEDs anhängen oder die dann auch wegmachen. Zu diesem Stecker hier ist zu sagen, der gehört zum Vielfach-ESC. Da sind 8 Kabel dran, gebraucht werden jedoch nur 7. Und eines von denen werde ich dann wegnehmen. Dann ist das auch ein bisschen verständlicher. Das hat mich zuerst ziemlich irritiert. Nobody is perfect. Ich habe gerade festgestellt, dass ich den hier verkehrt montiert habe. Zurück auf Feld 1. So, nun zurück zum geplanten Programm. Da beim LED-Anschluss offen mehr oder weniger diese 5 Volt ein bisschen rumfliegen könnten, wenn jetzt da irgendetwas passiert, mache ich da einen Schrumpfschlauch drum. Nur um ganz sicher zu gehen, dass da nirgends ein Kontakt entstehen kann.
So, dies sollten, wenn alles geklappt hat, eigentlich die letzten Lötarbeiten gewesen sein. Hat jetzt natürlich ziemlich viele Kabel dran, aber dafür sollte das so optimiert wie nur möglich sein. Und jetzt geht es darum, den noch zu montieren, die Standoffs anzubauen und die Kamera einzupassen. Und dann kann man mal gucken, was passiert, wenn man Strom drauf gibt. Ein erster Test mit dem Multimeter hat ergeben, dass ich keinen Kurzschluss habe. Yay! Jetzt sieht man noch einigermaßen gut in die Elektronik rein, gleich wird das viel unübersichtlicher. Die letzten Dinge, die jetzt noch folgen, sind die 3D gedruckten Teile. Primär diese beiden. Das hier kommt so über diese Pfeiler gestülpt und der Buzzer rein und dann kommt der Empfänger drauf mit einem Kabelbinder festgemacht und dann drüber auf dem nächsten Stockwerk sozusagen kommt dann der Antennenmount für die FPV-Antenne. Der Videoempfänger, sollte ich vielleicht noch erwähnen, kommt so an die Decke. Von mir aus gesehen hat das den besten Kühlungseffekt, da reicht doppelseitiges Klebeband und dank dem, dass die GoPro-Halterung so wie die gebaut ist, kann ich dann hier auch mit einem Kabelbinder problemlos das runter machen, so dass er dann nicht zusätzlichen Lasten ausgesetzt ist, denn die GoPro, der GoPro Mount Strap geht darum, somit ist das nur so fest angezirrt, wie ich den Kabelbinder anziehe. Und der Antennenmount kommt dann so hier hin. Und dann sind wir schon ziemlich weit. Natürlich habe ich bei den Antennen des Empfängers schon den Antennenmod gemacht für besseren Range, der nötig ist beim XSR. Den Link dazu, das Video findet ihr da oben, wie man das macht. Erschreckt nicht, ja, ich habe da ein Kostüm an, ist egal, geht trotzdem um technische Dinge. Und jetzt geht es nur noch darum, hier ein bisschen Schrumpfschlauch aufzupacken,
die Antenne anzuschrauben. Und dann schauen wir mal, ob das explodiert beim Einstecken. So, der große Moment. Falls ihr nicht wisst, was das ist, dann müsst ihr dringend, äußerst dringend, da oben den Link angucken. Das ist ein sogenannter Smokestopper und der rettet Quads vor dem Verbrennen und Explodieren. Tada! Wunderbar, er ist zufrieden. So. Den Empfänger habe ich schon mal im Vorfeld gebunden und auch ein Firmware-Upgrade gemacht. Da gibt es auch einen Link dazu, wie ihr das machen könnt, wenn ihr Firmware-Upgrades machen müsst. Das wurde alles schon eingestellt, um sicher zu sein, dass es funktioniert. Auch die Kamera habe ich schon vorkonfiguriert. Da gibt es auch diverse Quellen im Internet, wo ihr schauen könnt, wie ihr das machen müsst. Jetzt geht es an die Betafly-Konfiguration. Das Letzte, was ich jetzt noch mache, ist den Battery Strap hier zu befestigen. Und dann seht ihr als Nächstes, wie es weitergeht mit CleanFlight. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder Kommentar. Falls du gerne weitere Videos von mir sehen möchtest, abonniere doch hier diesen Kanal. Wenn du links unterhalb des Videos die kleine Glocke klickst, dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video verfügbar ist. Merci vielmals, ciao zusammen.